Jetzt sind wir also Fahrzeug rein, verpasse deinem Fahrzeug eine neue Lackierung, um die Bullen loszuwerden. Na gut, das war ja schon in den alten Teilen, aber hier sollen wir es auch richtig customisieren können. Dann lassen wir mal Amandas Auto reparieren. Hier rein? Ja. Uber macht Sentinel Coupé. Okay. So, Fahrzeug reparieren. Komplette Karosserie-Reparatur und Motorwartung. So, jetzt könnte man noch irgendwas customisieren. Panzerung? Okay, also muss ich das erst freischalten oder so. Na gut, aber Panzerung muss man jetzt nicht. Bremsen. Motor. Na gut, Lackierung könnte man jetzt irgendwelche schönen. Sich aussuchen. Ja, wir machen das schon richtig. Metallic. Was hält man zum Beispiel davon? Das sieht doch. Blausilber. Silber. Ich würde fast Blausilber nehmen. Komm, wir machen das Blausilber. So. So, und jetzt Sekundärfarbe. Ne, muss schon irgendwas mit ein bisschen Kontrast zu dem Blau dort sein. Das zum Beispiel. Oh, das Gelb ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich nehme das Gelb. Fertig. So, das sieht doch mal richtig schön aus, oder? So, jetzt machen wir noch ein bisschen. Moment, Seitenverkleidung? Nee. Spoiler. Das kann ich noch nicht. Niedriger Spoiler. Spoilerlippe. Aktuell ist keiner, ja. Vermutlich würde er am besten mit so einem Ding aussehen. Die Federung bringt mir doch nur. Ja, ich weiß nicht. Wir lassen es erstmal. Ich weiß noch nicht. Müsste ich alles mal so. Oft können wir vielleicht auch rumexperimentieren, dass ich mir ein schönes Auto zusammenbaue. Wir können auch mal die Auspuffe. Oh, was ist die Mehrzahl von Auspuffen? Auspuffe anschauen. Da, säenmäßig und Doppelrohr. Naja, gut, das ist nicht viel Veränderung jetzt. Wir können ihn einfach nehmen. Fertig. So, lass mal so. Und dann haben wir auch eine schöne Farbe, finde ich. Jetzt versuchen wir das Ding mal heil nach Hause zu kriegen, wa? Achtung, auf dem Speicherplatz ist es automatisch. Ja. Gut. Das heißt, der speichert nach jeder Mission automatisch. Fahren die Türen statt für Reparaturen und Verbesserungen. Ja, ist klar. Begib dich zu Michaels Haus. War es Michaels Haus? Ich hab nicht gelesen. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. iFruit App? Will ich gar nicht wissen. Sure. Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy. Or just like. Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy. Warum? So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. And someone steals my whip. And Pops. Gottes Willen, hab ich das tiefer gelegt, das Auto oder so? Ah! Falsche Taste. Mal wieder. Passiert mir auch fast jede Folge, oder? Das Auto, dem geht's dir noch gut? Können wir die Motorhaube mal zumachen? Oh, und die Scheibe wieder installieren? Hoffentlich. Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know. Daytime drink. It seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Careful! You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Oh, nein, ich diese Fähigkeit einsetzen sollen. Aber wie gesagt, die Caps Lock Taste ist mir wirklich nicht das intuitivste der Welt für sowas. Damit kriegt man auch bessere Geschwindigkeit. Und vor allem in so einer Situation ist es nicht ganz so wilde. So, soviel zur Motorhaube. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr zumachen. Jetzt haben wir nämlich keine mehr. Fahren 80 von 100. Ich merke schon. Ich hab's voll drauf, ne?
you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Like, it feels like hard work. Kind of disappeared. Hey, you play Right to Slaughter? Nah, not since the first couple. Oh, werd aber fertig damit, um die Ecke fahren. So, das Auto sieht doch fast gut aus und meine Hand sieht irgendwie sehr blutig aus. Yo, so like, das sieht doch wunderbar aus. Deswegen war ich bei der Werkstatt. Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Bin echt wild. Shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Ich hoffe es zumindest, dass es von einer anderen Mutter ist. Meine Mutter war eine ziemliche Schlampe früher. Oh Mann. So, sag mal, was fährst du hier eigentlich lang? Hm, das Auto gefällt mir. Brauchst du das noch? Scheinbar. Na gut, dann viel Spaß. Hier steht ein... nehme ich mir das. Garagen können jetzt bei blablabla erworben werden. Fahrzeuge, die du auf Webseiten kaufst oder in diesen Garagen fährst, werden hier aufbewahrt. Wir haben ja ein bisschen Geld. Jo, F, ich hab dich bei Elfenwälder eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit. Dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann. Okay, das heißt, jetzt könnte ich mit dem irgendwo, weiß ich nicht, was machen. Und Life Invader ist sowas, was sozusagen Facebook übersetzt ist hier in dem Spiel. So, die Missionen sind alle hinter mir. Ich guck mal ganz kurz. Ach, M ist nicht die Karte. Escape. Escape, so. Wir sind gerade hier, nördlichen Ende des Hauptstadtteils. Hier ist eine Strangers and Freaks Mission, die scheinbar für mich ist. Das ist ja für Maike, haben wir festgestellt. Hier ist Franklins normale Mission, hier ist Franklins Maike Mission und hier, naja, gut. Wissen wir ja. Gibt's hier oben noch was? Hier oben kommt später, glaube ich, Trevor hinzu. Und dann gibt's hier auch auf dem Zeugs, wo man einfach mal rumdüsen könnte. Hier ist noch so eine Strangers and Freaks Mission von Maike, kann das sein? Wir können ja mal hier so eine Garage kaufen. Garage in der Grove Street. Was halten wir davon? Schauen wir uns mal an. Ich meine, wir haben 500.000. Ich glaube, wir können uns jedes Haus hier kaufen, was uns jemals angeboten wird. Da wollen wir jetzt mal hin. Kann ich mal ein bisschen wieder das Fahren üben mit der Fähigkeit und so. Zumindest bei Kreuzungen und bei sehr hohem Verkehrsaufkommen sollte ich zumindest die Taste mal kurz reinhacken. So zum Beispiel, dass wir hier ordentlich vorbeikommen, auch bei der Ampel. Ja, genau deswegen. Sonst wäre das viel schlimmer geworden. Kommen wir hier ordentlich durch? Wir versuchen es mal. Wir haben ja einen riesigen Balken an Fähigkeitszeugs. Hier jetzt durch und dann vor dem Baum. Genau, das hätte ich so nicht geschafft, glaube ich. Ah, wir müssen hier rum. Tja, normalerweise wäre er jetzt weitergeschlittert, aber durch die Fähigkeit konnte ich gut raus da. Also die Fähigkeit ist schon das Beste, finde ich, bisher. Natürlich haben die anderen beiden auch Fähigkeiten, die irgendwo für zu gebrauchen sind, aber fürs Autofahren ist das ja für mich fast das Wichtigste. So, wie kommen wir jetzt hier durch, ohne dass wir crashen? Gar nicht, gut. Zumindest sah das gut aus für den Anfang. Genau, du brauchst nicht auf mich auffahren. Spezialfähigkeit 100 von 100, sehr schön. Sinkt das doch irgendwann wieder, oder warum bin ich jetzt schon bei 100 am Anfang des Spiels? Ich meine, ich glaube, ich bin auch am Anfang des Spiels, oder? So, jetzt versuchen wir hier rumzuziehen. Boah, so eine Kurven kriegt man nur mit der Fähigkeit hin. Und dann schauen wir mal, was das Häuschen kostet. Na, kostet das wirklich 500.000 und wir haben das Geld doch schon alles auf einen Schlag weggehauen. Hier lang, okay. Das klappt, da kommen wir hin. Ja, Mist, Tab gedrückt. Verschiedene Ereignisse, ach, da ist wieder irgendwas. Wollen wir da mal jetzt, ne, wir haben keine Waffe, oder? Doch, wir haben eine Pistole. Boah, volle Drehung. Warte mal, da rennen wir mal schnell hin. Oh, ich bin nicht schnell genug. Ich hätte mit dem Auto fahren sollen. Jetzt ist er weg, wa?
Vielleicht die Mission verhauen dadurch. Und ich kann nicht wirklich sprinten. Ist er das? Nee. Okay. Kein Problem. Die Polizei ist hinter mir her. Ich will keine Hunde angreifen. Lass mich in Ruhe. Was, ich habe eine Schrotflinte? Cool. Damit bin ich aber langsamer. Sag mal, du komischer Hund. Ich will dich nicht umbringen. Ich greife keine Hunde an. Ich setze mich mal ins Auto rein. Dann dürfte mich der Hund ja nicht... Ja, das ist ja ein süßes Auto. Hier, da brauche ich nicht kompakt machen. Das ist schon kompakt genug, ne? Zumindest können die mich nicht... Der Hund mich hoffentlich nicht aus dem Auto rausschmeißen. Ich bin surrounded? Ich glaube nicht, weil sonst könnte ich mich nicht mehr hier wegbewegen. Versuchen wir mal mit dem Auto hier wegzukommen. Warte mal, wir wollen ja trotzdem vielleicht noch in die Richtung zumindest ansatzweise fahren. Die Polizei sieht mich gerade nicht. Ich habe aber schon 2 Sterne, warum auch immer. Und hier durch. Gut, jetzt musst du so wieder gehen. Da rechts ist Polizei, aber hier nicht. Gut. Vielleicht verschwinden die Sterne auch gleich wieder. Keine Ahnung, wie lange die hier brauchen. Wumm. Haben wir eine gute Drehung gemacht. Gut, die Polizei ist nicht in meiner Nähe, also eigentlich sollte es gehen. Wir versuchen einfach mal, die Polizei zu umkreisen. Die kommt jetzt hier... Oh, ich habe nicht hingeguckt, ich habe nur unten auf die Map geguckt. Müssen die Sterne nicht langsam verschwinden hier? Jetzt, gut. Wollte schon sagen. Aber wir haben das beste Auto für alles hier. Oder? Da brauche ich mir keinen Kopf machen, um das kompakter zu machen. Das passt überall durch. So zum Beispiel. Da mache ich mal jetzt versuchen ohne Fähigkeit hier. Ah, gut, da passt es nicht durch. Dem geht's nicht mehr, oder? Der geht's nicht mehr so gut. So, hier ist irgendein Dingens zu kaufen. Drücke E, um für 30.000 eine Garage zu kaufen. Ist sie dann an Franklin gebunden oder ist sie von allen Charakteren benutzbar? Und nochmal E, um zu bestätigen. Okay. Fahrzeuge, die du auf dem Webseiten kaufst oder in der Garage fährst, werden hier eingelagert. Okay. Spezielle Fahrzeuge können hier ebenfalls gesammelt werden. Was heißt denn spezielle Fahrzeuge? Garage gekauft. Ja, das habe ich... deswegen habe ich E gedrückt. Also ist jetzt nicht so, dass ich nichts dafür gemacht habe. So, geht die jetzt automatisch ab? Oh, hier kann ich hochklettern. Wir wollen mal wieder ohne Waffe rumrennen, wa? Okay, also kann ich nicht einfach so reinlaufen wie bei den anderen Spielen. Aber ich komme rein. Hier ist sicherlich erstmal gar kein Auto drin. Okay, kann ich hier irgendwas bedienen? Geh zum Ausgang oder steig in ein Fahrzeug? Drücke E, um ein spezielles Fahrzeug auszuwählen. Können wir gleich mal gucken? Ist das der Ausgang? Nee. LG RH8. Bist du sicher, dass du dieses Fahrzeug benutzen willst? Ja. Was ist das eigentlich für ein Fahrzeug? Ach so, das Ding, was wir aus der Werkstatt, von den Bullen geklaut haben. Richtig? Ja. Damit könnte ich aber auch mal ein bisschen tunen gehen, so Feintuning machen. Legendary Motorsports. Kauf ein paar Autos bei legendarymotorsports.net. Stimmt ja, man kann ja richtig Internet benutzen. Und mal so ruft man das Handy auf, ne? Aber mal während des Fahrens im Internet surfen. Ist bestimmt gut. Internet. Jetzt machen wir während des Fahrens Internet surfen. Das macht doch jeder schon. Kinder, macht das bitte nicht nach. Kinder, ihr solltet überhaupt kein Auto fahren. Also macht nicht mal das Autofahren nach. Und die Auto fahren können, bitte nicht dabei Internet surfen. Und die Internet surfen, bitte nicht dabei Auto fahren. Ja gut. Jetzt habe ich nicht mitgelesen. Okay, also mit Rechtsklick kann man zurück. Browserverlauf. Haussymbol im Browser, das bringt dich zur Startseite. Das ist das hier. So. Finanzen und Dienste. Wir können ja mal ein bisschen Geld auf der Bank einzahlen. Was hält man davon? Börsenindex, Auf und Ab des Lebens. Führende Immobilienmakler. Investieren Sie in... Bank von... Nutzername unbekannt. Okay, also muss ich erst ein Konto kriegen, oder was? Das wird später noch passieren. Essen und Trinken. Reisen und Transport. Ich soll mir ein Boot kaufen? Wollt ihr mich rollen?
Fluggeräte, Hochleistungsautos. Das war das, wo die Werbung gerade war. Gepanzerte Fahrzeuge und militärische Fluggeräte. Fahrradladen. Oh, wie süß. Gibt es hier irgendwo Motorräder? Ich hätte gern ein Motorrad. Gibt es hier Motorräder? Autos, Autos. Nicht schlecht. Interessant. Oh, die. Das sieht doch cool aus. Das ist mir zu künstlich. Das sieht ja schon fast nach Tronnen aus. Ich würde mal so eins nehmen vielleicht. Ja, so ein bisschen. Nicht ganz so extrem auf nur Berg- und Drecktouren, aber so ein bisschen so in die Richtung vielleicht. Achso, jetzt kann man noch Farbe auswählen. Sieht man die dann links? Ich würde gerne das mal sehen. Antrieb hinten. Geschwindigkeit 226 km/h. Das kaufen wir mal. Okay, die werden zur Bestätigung des Transports Kontakt mit mir aufnehmen. Okay. Mode und Gesundheit. Wir können ja mal ganz kurz noch überall reingucken. Essen und Trinken. Taco Bomb. Energy Bar. Oh ja. Cool. Ich glaube, sowas darf ich gar nicht bei YouTube zeigen, oder? Sexy Time, Japan. Ich muss wahrscheinlich hier noch was zensieren, oder? Ah, sieht schlimm aus, aber ich glaube, das ist noch akzeptabel. Was gucke ich hier eigentlich gerade? Ein bisschen Respekt. Okay, so what are they saying about me? Oh, let me see here. This one said that your boyfriend is a too feminine. Like he played both sides of the. Ich glaube, das darf ich nicht zeigen. Krieg ich Ärger mit Rockstar. But this is a terrible analogy. Where's that useless cutesy sidekick of yours that walks on the tips of his toes? What the hell? Okay, ich sollte wohl doch besser aufhören. Nachher kriege ich Ärger mit Rockstar. Das können wir ja nicht zulassen. Gut, also dann machen wir das Internet aus und dann gucken wir mal, wo das Motorrad ankommt. Das müsst ihr dann, der müsst ihr ja gleich einen Anruf kriegen, oder? Wo war meine Garage hinter mir? Vielen Dank für Ihre Bestellung, Mr. Clinton. Ich heiße Clinton? Bill? Ein neues Modell wurde zu Ihrer Garage geliefert. Sehr schön. Heiße ich Bill Clinton? What the fuck? Was ist denn los? Bloß weil die Ampel weg ist? Da kannst du, brauchst du nicht mehr auf die Ampel warten. Kannst einfach rübergehen. Ist doch schön, oder? Dann fahren wir das jetzt hier rein. Autsch. Musste erstmal gegenfahren, damit ich es reinfahren konnte. Ganz eindeutig. So. Oder steige in ein Fahrzeug. Wo ist mein Motor? Da. Wow, schön. Das Gelb ist gar nicht so schlecht. Gut. Dann wollen wir mal eine kleine Tour machen mit unserem schönen Motorrad. Es gab doch irgendwie eine Option, dass man das versichern lassen konnte. Oder ist das nur bei Online? Beim Online-Modus? Ist hier irgendwas mit Versicherung, Finanzen und Dienste? Börsenindex, nee. Und hier war ja auch nicht unbedingt. Nee, gut, dann weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir es doch so wieder. Mal ein bisschen cruisen oder weiß ich was. Irgendwo hinfahren. Wir sind gerade hier. Damit wir ein bisschen was von der Stadt sehen mit dem Motorrad, würde ich sagen, wir fahren jetzt hier hin. Ups. So.